Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Willkommen zurück. Game Circus. Ich glaube, guck mal, wie geil. Ganz, ganz kurz. Können wir ganz kurz die Texturoberfläche aber die von dem Dings anschauen? Haben die auch schon, wie heißt dieses? Raytracing. Raytracing? Ich glaube nicht. Weil, guck mal, jetzt kannst du einen Unterschied sehen. Das Raytracing, was macht der eigentlich? Aber es ist schon krass, ne? Das ist mega gut, also tatsächlich. Sascha, du schaust auf die Uhr? Ja. 7 Minuten. Aber guck mal ganz, ganz kurz. Es wenn sieht du hier schon durchschaust, sehr krass ist schon aus, ne? Mega Raytracing irgendwie. Weil schau mal, wenn ich jetzt hier reingehe, der Mond wird. Oder ist es nur eine Illusion? Das klingt wie so ein Agent. Mein Name ist Raytracing. Tracy Ray, aber sie können mich einfach den Ray nennen. Ich glaube übrigens, dass wir witzige Outtakes mit dazu machen können aus dem Scheiß, wo ich den Controller in die Eier gekriegt habe oder er die Chips holt oder so. Ich glaube, da können ein paar Outtakes, müssen wir, das dürfen wir halt alles wegmachen. Oder so. Das ist zu lustig. Lustig. Jetzt guck dir mal bitte die Stadt. Achso, ich bin doch in England gewohnt, deswegen fahre ich da und links, ich Idiot. Ja. Wegen Watch Dogs. Okay, aber schaut mal, wie schön. Wie geil ist es gemacht? Also wie du durch einen so Videospiel cool an den Linksverkehr gewohnt wurdest. Wie geil. Ja, und irgendwann im echten Auto ganz selten mal fährst links. Oder mit dem Töten. Ja, genau. Wie du durchs Videospiel. So, ja, sorry, das ist wegen Gaming. Und dann alle so. Gut, dann ist okay, verständlich. Okay. Genau. Wir wussten ja eh schon immer, das macht gewalttätig, wenn man die ganzen E-Sport-Events. Guck mal, da ist die Juliane. So, natürlich. Die Fußballstadion sind alle ganz friedlich. Schau mal ganz kurz. Hä? Was? Bist du tot? Ich keine Ahnung. Bist du doch, du bist doch angeschossen worden irgendwie. Bist du langsam gefahren, hä? Was hat du? Bist gestorben. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Warum bin ich gestorben, bitte? Was ist das jetzt? Was war das, bitte? Keine Ahnung. Was habe ich verpasst? Du bist. Wann bin ich wie gestorben? Also wann, okay, gerade eben, aber wie? Also wie? Hat es jemand von euch mitbekommen? Keine Ahnung. Nee, du bist es irgendwie war niemand da, der mich. Alter, du musst ja ganz so euch schreien. Man kann dich einfach. So, ich muss die Pegel immer anpassen von beiden Tonspuren, weil das du rein. Das stimmt, ja, aber ich hab. Ich hätte jetzt nachher. Sind doch ich Stocks in der Stege mit ihm, oder? Ja, aber es hat einfach mehr Atmosphäre, wenn du so. Ich muss dann aber dich immer runterdrehen. Das ist ganz schwierig, das anzupassen. Ich muss dich immer rauslöschen, weil es nichts Lustiges. Ey, du alter Charmeur. Nein, was ich gemerkt habe, war einfach, immer wenn wir ultra rumgeschrien haben, war es immer mega witzig. Wenn wir uns normal unterhalten, ist es nicht cool. Okay, also die ganze Zeit, wo wir drüben waren, haben wir übel viel gelacht und da hat keiner geschrien. Ich glaube, es war laut. Alter, aber nur laut ist gut. Wie lange dauert das eigentlich? Bis ich dachte auch gerade. Das ist so eine Schreie, oder? Warum bin ich jetzt... Hä? Und was ist mit deinem Auftrag? Du musst zu der Brücke? Vor allen Dingen, das backt gerade so richtig geil. Ich kann nichts machen. Ich kann nur die Kamera drehen. Kannst du nicht laufen? Nein, es geht nicht. Ja, super. Sollst du eigentlich gerade in einem Taxi sein und bist da nicht? Wahrscheinlich ist es beschissen. Oh, vor allem, warum bin ich Das war ja gerade eben der Witz. Also ich kann eigentlich direkt einen Bug kommen, ohne was gemacht. Ja, genau. Oh mein Gott, ist das beschissen. Okay. Müssen wir mal neu starten, glaube ich. Ich glaube, wir müssen nochmal neu starten. Letzten Kontrollpunkt, probieren wir mal. Wir schauen. Gott sei Dank geht ja nicht so lang. Warte mal. 21, 23, 24, 25. Und übrigens, wir spielen auf der PlayStation 5. Das heißt, das Ding hat eigentlich den Ultra. Wenn du es auf der 4er zockst, hast du 4x, 5x so viel Ladezeit, wenn nicht noch mehr. Auf der 4er kann ich ohne Scheiß. Überleg mal, wie lange das jetzt gerade lädt. Ja, bei das ist ein PS4-Spiel, das geremaked wurde. Das ist krass, ja. Bei der PS-Ding. Also ganz ehrlich, sorry, aber. Wir haben es ja bei It Takes Two gemerkt, das hat einfach die 5 oder 6 Mal so schnell geladen auf der PS5. Da so diese SSD und die Ladezeit. Welches Spiel lädt so lang? Unfassbar, gell? Und vor allem für was? Für nochmal ins Taxi zurücksetzen, nochmal von vorne. Weißt du, weder muss irgendwas krass gerendert werden. Wie lange dauert es einfach? Das ist ein geiles Showbildschirm, das ist doch so nice. Das Schwede, ey. Der Ladescreen. Wir hatten bei dem geil, guck mal, was passiert ist. Ah, super. Das kannst du direkt von vorne anfangen, den Scheiß. Kotz, ohne Scheiß. Vor allem, wir haben Cloudpunk gezockt, das war ein Switch-Spiel. Und es hat einfach eine Ladezeit. Da hast du halbe Zeit der Folge, wenn du in so ein anderes Gebiet bist. Die halbe Folge war nur Ladescreen. Das war wirklich so. Das war wirklich ganz, free ganz Content. Ja, genau. Jetzt musst du von vorne starten. Ja, aber wenn ich jetzt fortsetzen mache, jetzt pass mal auf. Ja, passiert wieder gleich. Ja, wenn ich jetzt gleich auf der Straße stehe, dann kotze ich Bäume, Alter. Vor allem. Und wie lange ist da einfach? Das ist also PS5. Ein PS4-Spiel,
Das ist nicht mal für die PS5 hochgelevelt, dass man sagen könnte, ja gut, das ist halt einfach, jetzt haben sie es nochmal hochskaliert und deswegen dauert es länger. Nee, das dauert auf der PS4 schon ewig. Das ist wie, als wenn ich Witcher 3 spiele und du fällst einmal von so einem etwas höheren Vorsprung runter und er fightet die krassen Drachen, ja? Und aber gegen der drei Hexen, Der stolpert da und dann, Das sagt ja, die meisten aus Unfällen passieren im Haushalt. Ja, da fällt er dann kurz hin und sofort oder sich... Weißt du, aber davor hat er irgendwie gegen die drei riesen Hexen und übrigens, gegen noch so ein, wie heißen diese Golem? Golems. Aber Golems? Das hört sich irgendwie komisch an. Golata. Auf jeden Fall. Gelata. Die 7 Minuten sind gleich um. Warte. Oh, jawohl. Ah, ich kotz. Bravo. Alter, ich kotz. Aber heißt es jetzt? Ich muss schon vorne starten. Das ist immer so wie Game Circus. Aber das kann ja nicht sein. Ich immer so wie Game Circus. Stell dir mal vor, aber was würdest du jetzt machen? Also was würdest du jetzt machen, wenn du später im Spiel bist? Kannst du nicht von vorne starten und sagen, sorry, okay, ja. Das ist doch bei Metro und bei Mana passiert, dass wir dann der vorherige Speicherpunkt hing auch und eins weiter zurück konnte man immer, dann muss man es von vorne anfangen. Wenn man spielen mag. Weil wenn der Speicherpunkt vorher auch versaut war, dann immer. Was für ein Scheiß einfach. Okay, ich überspring mal. Dann kommt auch ein Ladescreen. Wir gucken. Ja, mach die Folge mal 2 Minuten länger und klickt es weg, aber. Na, passt doch. Ja, jetzt gucken wir mal. Wir müssen jetzt erstmal die Antonetti-Band wieder da. Okay, wie weit wir kommen. Überspringen. Ich ziehe mit einer Knarre auf dich. Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Du genau wie ich. Guck, du geil. Du fährst denen direkt entgegen. Damit haben sie nicht gerechnet, die Idioten. Geil, das Spiel bei unserem Amerika-Roadtrip. Die folgen uns. Wie viele Autos sind es? Ja. Aber es waren keine Autos, es war ein Pickup-Truck. Mit einem Boot hinten dran. Der uns in der 80er-Zone mit über 100 überholt hat. Aber durch die Serpentin in dem Wald. Genau, wenn er bremsen hätte müssen, das Boot wäre ja auf ihn drauf gerutscht. Das hat ja selbst wenn es eigene Bremsen hat. Also riskant gefahren wie das letzte Arschloch. Und dann solchen Leuten passiert immer nichts. Voll. Gestern, wo ich zu dir gefahren bin, hat auch einer so krass knapp vor mir eingestellt, dass uns fast die Seite berührt hätte vorne am Auto. Finde ich gut. In der Nacht auf der Landstraße. Aber und es ist eh nichts los, so überholen, dass. Aber guck mal ganz kurz, wie schön. Ultra risky. Fast so schön wie im echten Level. Geil. Echt mega geil aus, ganz ehrlich, oder? Schön, guck mal, das da hinten ist das Empire State Building. Sieht genau so aus. Also, bist du mal die Brücke entlang gefahren? Die Golden Gate? Ja. Also in echt? Ja. Oh, nice, wir haben es geschafft. Wow, Leute, zweiter Speicherpunkt. Boah, die haben uns eingeteilt. Nein, nicht mal bei Games Circus. Alle kotzen so, ey. Ist überhaupt nichts passiert, die Folge. Aber lang müssen wir, können wir echt nochmal. Was haben wir jetzt? 8, 9 Minuten. Wir machen 10. Achtung, wir gehen jetzt hier rein in die Ecke. Und können ja vielleicht auch die Ladescreens rausschneiden, mal gucken. Obwohl wir da irgendeinen Scheiß geredet haben. Ja, wenn nicht, lassen wir es drin, ist auch egal. Das entscheidest eh nicht du. Das entscheidet nur der Schuh des Manitou. Wenn du schneidest, ist das recht für mich. Dann kannst du gerne. Ja, ich krieg ja eh 80% der Hand jedem. Den du ja mit Abwechsel überschneidet. Demnächst kommt dann so Werbung vor Games. Den du ja Abwechsel wäre auch mitgeschneidet. Oder wie ja, ja, normales. Manchmal, also er schneidet teilweise mehr, weil ich ja die Autofahrt immer hierher habe. Dann schaffe ich es einfach nicht, die Hälfte. Jetzt, Achtung! Und jetzt die nächste Woche kommt er, aber wir versuchen es so halb zu machen, weil er hat ja aus Gaming-Zimmer eingerichtet oder muss Sachen machen und so. Ja. Oder hat muss ja die Games auch besorgen gehen, wenn er die kauft und so. Und dann haben wir halt versucht es immer so aufzuteilen, dass jeder geldmäßig und auch aufwandmäßig ungefähr. Ja. Sollen wir. Oh, Alter. Warte, wir schütteln die noch schon ab. Okay. Dann ist das nächste Mal. Im Endeffekt ist es auch so, dass ich hab das Aussehen und Alter. Das Charisma und der Pad halt die Couch. Ja, stimmt. Willst du nicht bestätigen? Ja, jetzt kommt der Shootout hier. Ich find's geil, wie alle Anzüge getragen haben. Alle Männer. Ja, das war damals so. Da waren alle schick und tot. Alter, also, das ganze Taxidach ist voller Blut. Wie viel Blut wie auch kann man immer das dahin kam? Zum Taxi.
Ja, stimmt. Du musst ja ein Arterienwunder haben, diesen ganzen also, Dach voll Blut. Alter, guck mal, wie viel Blut auf dem Taxi da ist. Wie geil ist denn das, bitte? Und die sind direkt nebeneinander und schießen, wie geil. Und der wird natürlich nicht getroffen. Nein, vorne. Mit dem Grind auf dem Dach. Nein, nein. Warte, jetzt fahren wir hier durch und dann passiert Folgendes. Achtung, Animation. Yay! Und Achtung. Shit. Yeah. Krass abgehängt. Ich würde sagen, nächstes Mal bei Game Circus. Oh, guck mal, die ist immer noch hinter uns. Was ist los? Boah, du hast immer noch Energie. Oder ist das denen ihre Energie? Das ist deine Blutskala. Deine Blutskala? Hm. Warte, wir machen noch einen. Weil du stirbst natürlich nicht, wenn du einmal abgeschossen wurde. Jetzt geht's los. Nein. Und wenn du so eine Menge Blut verloren hast, ist kein Problem eigentlich. Nein. Ach, nein. Ja, krass. Sind sie immer noch? Sind die blöd? Jetzt sind sie weg. Die haben Verstärkung gerufen. Es werden immer mehr. Ja. Ja, oder das? Okay, nächstes Mal bei Game Circus versuchen wir. Was versuchen wir denn dann? Ich weiß gar nicht. Die Verfolgungsjagd endlich mal abzuschließen. Die Verfolgungsjagd, das erste Level, wir kacken übel ab. Gut. Und dann kam der Herr Jesus und sagte. Jetzt haben wir für zwei Folgen 28 Minuten.